So, das wird jetzt das Video sein, bei der ich mein eins Weihnachtsgeschenk etwas genauer zeigen möchte. Der Güterzug wird noch länger, keine Sorge. Ich kriege auf jeden Fall noch mehr Loks, also das ist schon gesichert. Ah, na gut, dann fangen wir doch mal hier vorne an. Hier sehen wir diese sehr schön gestaltete Front auf vorne. Also die Lok, die kam, wann kamen die raus? Ich glaube, in den Läden war sie ab 72, 73 zu kaufen. Und da sieht die echt super aus, ne? Für das Alter, muss man schon mal sagen. Also das. Ja, hier sieht man sie jedenfalls vorne. Die hat auch. Hat auch Beleuchtung. Dann geht's hier weiter. Sieht wunderschön aus, der Zylinder mit den Schubstangen. Was bei diesen Schubstangen fehlt, ist hier ungefähr auf dieser Höhe war eine Halterung für die Treibstange. Nee, Moment. Schubstange. Ich weiß nicht mehr, ich verwechsel die beiden Stangen. Jedenfalls eine Halterung für die diese Stange hier. Da gibt's eine Halterung, damit wenn da mal irgendwas passieren sollte, Lager kaputt geht oder so und die Stange dann rausfällt, damit die nicht in die Erde spießt und die Lok umstößt. Das wäre ja nicht so gut, die fehlt hier. Ja, die kann man ja noch anbauen, aber wir lassen die Lok hier zu. Auch hier vorne fehlen neben den Lampen hier sind eigentlich in echt noch zwei Stangen, Positionsstangen oder wie man die nennt. Die fehlen hier auch. Dann hier unten diese wunderschöne Leitung mit dieser Pumpe und so. Ist alles wunderschön gemacht. Es sind vor allen Dingen auch zwei Pumpen hier. Das finde ich auch interessant, also sofern das eine überhaupt eine Pumpe ist da. Also das eine ist auf jeden Fall eine Pumpe. Aber das andere, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist schon eine Pumpe. Es gibt ja keine mehr von den Loks, aber ich weiß, dass es noch so einen Tender gibt. Ich habe einen im Video gesehen, es gibt in echt noch so einen Tender. Definitiv. Also wollen die wahrscheinlich wieder eine 52er, weil das ja eigentlich die häufigste Dampflok, die es jetzt noch gibt, ist. Wollen die wahrscheinlich eine wieder umbauen. Das finde ich aber richtig cool, wenn die so eine wieder bauen würden, ne? Machst du vielleicht doch mal wieder scharf? Hallo? Ne? Hast du es? Jetzt hat es. Gut. Dann gehen wir mal nach oben. Sieht auch eigentlich sehr, sehr schick aus. Ne? Ist auch ein Einlass, Lufteinlass oder wie man das auch nennen soll. Nein, das ist natürlich hier für Lokführer irgendwas. Ich denke mal, das einfach nur ist, wenn die Lok zu warm ist im Sommer oder so, dass die da ein bisschen frische Luft reinkriegen. Der Blick von vorne. Dann machen wir hier hinten beim Führerhaus weiter. Machst du es eine Chance? Jetzt. Aus Münster kommt sie. Nee. RBD Münster BW. Das kann ich jetzt nicht lesen. Das ist ein schlechter Druck. Vielleicht könnt ihr das lesen, was
Was da unten steht. Da, wo die Hahn zeigt. Meine Finger sind so groß. Ja, ganz ehrlich, das kann ich echt nicht lesen. Sind meine Augen zu schlecht. Auch nicht mit der Lupe. Ja, Deutsche Reichsbahn. Boah, ey, Alter. Die Bildqualität, ey, die wird immer schlechter. So viel dazu. Dann gehen wir hier zum Tender über. Da sind die Sachen vom Tender, wie viel er Wasser fassen kann, wie viel er Kohle fassen kann und sowas. Steht alles hier. Und Gewicht 159 Tonnen mit Lok. Joa. Ist auf jeden Fall ganz nett. Auch hier innen. Die Gestaltung der Tür, wo die Kohle in die Lok geschaufelt wird. Und hier unten. Moment, ich nehme mir am besten mal irgendwas, mit dem ich es zeigen kann. Ich nehme mir mal diesen Pinsel hier. Hier unten dieses Rohr. Da ist auch an der Lok nochmal was, kann man hier sehen. Da ist ein echt, so aus Gummi oder aus irgendeinem biegbaren Material jedenfalls, ein Übergang. Und das hat was mit diesen Leitungen hier unten zu tun. Hier ist übrigens noch ein Ventil. Hier unten da am Ende. Ist auf der anderen Seite nicht so. Ja. In der Lok innen drin ist nichts Besonderes. Man sieht hier zwar, dass das dieses Loch hier da ist. Ist ja bei der 52er ein rundes Loch einfach hinten. Ist bei den anderen Dampfloks nicht so. Da ist eigentlich gar kein Loch, die 52er hier. Ist ein bisschen zugebaut, das ist bei Wind und so ganz gut eigentlich. Dann kann man hier die Leiter sehen und den. Ich denke mal, dass das, ja, das müsste der. Deckel zum Wasserfassen sein. Ich habe den Namen vergessen, ich glaube, egal. Oben drauf auf dem Dach sind Lüfter. Bei der neuen von Märklin, bei der neuen 52er Condensed Tender Lok, die hat aber da allerdings den großen Tender. Der hat noch zwei solche Gitter hier mehr und ich glaube auch ein Lüfter mehr. Bei der Lok drehen sich die Lüfter während der Fahrt auch. Also die kann man da richtig sehen hier. Es ist natürlich alles zugebaut. Da unten die Drehgestelle, ne? Ja, vierachsig, der große Tender ist dann fünfachsig. Der hat beim vorderen Drehgestell hier vorne noch eine Achse mehr. Dann gehen wir nach hinten. Wenig überraschend eigentlich. Steht die Nummer da, das sind ein paar Drähte und ein paar Lampen. Und die Leiter, die oft kaputt ist, bei mir ist sie allerdings noch ganz. Weshalb wir dann die Lok mit der Schachtel auch gekauft haben. Die andere Seite zeige ich euch gleich. Bis gleich. So, ich habe die Lok jetzt mal fix umgedreht. Können wir uns jetzt mal von der anderen Seite angucken, dann mache ich nochmal eher einen schnellen Überflug. Also hier ist ein Unterschied. Hier ist zum Beispiel jetzt dieses dicke Rohr, was hier lang führt. Das führt hier lang, das sieht man auch nochmal hier unten. Hier. Das ist das Rohr. Das führt dann hier lang und das ist halt das, was dann letzten Endes da rein in den Tender führt. Ja, und das war's eigentlich. Hier kann man nochmal schön sehen. Die Leiter ist noch ganz. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.